Hallo zusammen, zurück zu My Sims Kingdom. Ich habe jetzt in der Pause schon mal ein bisschen was gemacht. Ich habe die ganzen Organisch-Sachen eingesammelt. Zum Glück war das nicht nur hier hinten versteckt, sondern mittlerweile auch unter anderen Pusteblumen. Und ich habe am Steg, wo wir angekommen sind, hier hinten, bei diesem Baum, den habe ich gefällt. Und habe einfach mal Äpfel gepflanzt, da wir ja für eine andere Schriftrolle noch Äpfelessenz brauchen. Die habe ich jetzt auch komplett, allerdings nicht die ganze Schriftrolle, weil dafür brauchen wir auch noch Birnen. Und Birnen haben wir noch nicht, also wird das irgendwann auf einen der nächsten Inseln kommen. Aber wir holen uns jetzt einfach mal die eine Schriftrolle hier bei Lindsay ab. Die Tempelschriftrolle, genau. Jetzt bin ich gespannt, was dann alles zu machen ist hier. Italienische Ecksäule. Eine italienische Wandsäule, eine Laube, Klee, violetter Pilz, rosa Pilz, roter Pilz, eine Heckenecke. Ecke, Eichhornstatue, Einhornstatue. Okay. Und ich bin mir sicher, wir bauen jetzt hier hinten den Tempel wieder auf. Da wartet sie auch schon, die gute Petal. Ah, da bist du ja. Danke, Marshmin. Ohne deine Fähigkeiten könnten wir den Tempel der Wälder nie wieder aufbauen. So, uns wird auch schon schön vorgegeben, was wir machen müssen hier. Also gehen wir mal direkt in den Baumodus. Wie immer zoomen wir raus. Und dann fangen wir mal an. Ich denke mal, das finden wir, na doch nicht alles hier, aber zumindest schon mal die Statue. Also platzieren wir die schon mal. So, wo finden wir denn den Rest? Hier haben wir noch so Pilze, aber ich denke mal, die kommen irgendwann auf die Hecken drauf. Gucken wir mal, wo wir die Hecken finden eventuell. Ja, eine Mülltonne muss jetzt nicht unbedingt hier rein. So, da haben wir doch die Hecken. Da. Zack, zack, zack. Und da auch noch hin. Dann brauchen wir noch die Ecke. So, das haben wir auch. Dann gucken wir nochmal. Da können wir nämlich jetzt mit den Pflanzen hier anfangen. Wo kommt der Pilz denn hier hin? Einmal dahin. Und einmal da hinten. So, ein roter Pilz brauchen wir auch noch. Der kommt dahin. Zum Glück wird es uns vorgegeben. Da kommt dieser Pilz hin. So, jetzt brauchen wir noch das Kleeblatt. Zack. Hier vorne. Und da hinten. So, dann haben wir das auch. Jetzt brauchen wir nur noch die Laube und die ganzen Säulen. Gucken wir mal, wo wir die finden. Hier haben wir doch schon ganz viel. So. Ah, das sind immer halbe Säulen. Okay. Einmal umdrehen. Zack. 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 So, wo haben wir noch die passende Laube? Die haben wir hier. Und dann haben wir auch schon fertig. Super. Der Tempel ist da. Wo bleiben die Tiere? Oh Marshmin, das sieht ja noch viel schöner aus als vor 14.230 Jahren, als der Tempel zum ersten Mal eröffnet wurde. Das will ich hoffen. Marshmin! Die Tiere! Sie kommen zurück! Oh, wie süß! Das war ein Meerschweinchen. Meerschweinchen sind voll süß. Das ist ja der Grund, warum ich mich hier Marshmin nenne. Marshmin, das schwedische Wort für Meerschweinchen. Oh, da ist noch eine Kiste. Wie kommen wir denn dahin? Wo war das denn? Die will ich natürlich haben.
sag mir, wo die Kiste ist. Oh, dich habe ich schon mal verschreckt. Aber da ging es doch nirgendwo mehr irgendwie. Ist hier oben noch eine Kiste? Ah, hier geht's hoch. Ja, cool. Da wäre auch ganz viel Organik dran gewesen. Na gut. Ganz viel ist jetzt übertrieben. Da oben ist auch noch was. Wie kommt man denn da hin? Komm ich da auch hier über diese... Na, das funktioniert nicht. Leute, da baue ich mir mal ganz schnell eine Treppe hoch. Da will ich jetzt hin. So. Wieso kann ich mir hier keine Treppe hinbauen? Doch, kann ich. Okay, weiter geht's nicht, weil es sich nicht in diesem Bauradius hier befindet. Das ist natürlich doof. Ich glaube, ich komme darüber gesprungen. Sei nicht so gierig. Schön langsam aufpassen. So, was springen, ja. Yeah! Sehr schön. So, dann bauen wir mal diese super hässliche Treppe wieder ab. Zum Glück kriegen wir auch das ganze Mana wieder. Ich bin begeistert. So. Und raus aus dem Baumodus. Wo ist unsere nächste Aufgabe? Hier. Oh, guter Stabträger. Die Einhörner sind immer noch nicht zurückgekehrt. Was könnten sie denn noch wollen? Wir müssen die alte Einhornstatue nochmal befragen. Ich laufe ja schon. Du hast nur so eine Panik vor mir. Ich habe dich wieder hier hingeholt und hier alles hübsch gemacht. Ein Einhorn ist ein schlaues Tier und wäre so schnell wie der Blitz hier. Um es an diesen wunderbaren Ort zu locken, musst du den Wald und die ganze Welt rocken. Okay. Das hört sich nach Bühnenaufbau an. Aber eben hatte irgendein Tusch irgendwas signalisiert. Haben wir irgendwas fertig? So, hier brauchen wir noch die Birnen und das da unten, das waren diese Billardkugeln. Und ansonsten die Figuren finden, die Fische finden. Okay. Ah, okay, das war, weil wir das Einhorn befragt haben. Kriegen wir jetzt hier unsere Belohnung. Das war also der Tusch. Moment mal, ein Rockkonzert? Nein, das kann nicht sein. Doch, wenn das Einhorn es doch sagt, dann ist das auch so. So, ist das jetzt direkt schon unsere neue Aufgabe? Ah, okay. Wo ist hier unser Gitarrist? Da ist er doch. Hör zu, Marshwin. Wenn wir den Wald so richtig rocken wollen, damit die Einhörner zurückkommen, braucht diese Bühne schon eine kleine Verbesserung. Na, sag an. Zumindest schon mal Strom, würde ich behaupten. Da oben brutzelt es doch auch schon raus. An beiden Seiten. Und da ist der Eingang. Ist das jetzt schon unsere Aufgabe? Eine Frage des Geschmacks. Leaf möchte, dass du der Bühne zu etwas Geschmack verhilfst. Ein wenig Natur und Eleganz sollten ausreichen. Natürlich und Eleganz. Okay, wir müssen also erstmal ein bisschen aufpeppen. Dabei würde ich sagen, achten wir aber darauf,
dass wir hier uns nichts zubauen. Was ist das? Okay, die Dinger, die bauen wir aber so, dass sie uns nicht stören, würde ich behaupten. So. Na, geht das nicht da rein? Doch, so. Also, was können wir denn hier noch alles bauen? Natur und Eleganz. Fangen wir mal mit Eleganz an. Ein Klavier. Das ist doch schon mal super. Das muss auf jeden Fall auf die Bühne. Na, nicht so. So. Das haben wir schon mal. Und dann bauen wir auf jeden Fall noch eine Säule. Aber auch schön an den Rand, damit sie auch nicht stört. Zack. Okay. Zack, da dran. So, Eleganz haben wir jetzt schon mal. Jetzt brauchen wir noch was Natürliches. Was passt denn auf eine Bühne? Na, hier so ein Country-Style. Du kommst da hinten hin. Ja, und dann machen wir natürlich noch ein paar Blümchen. Oben aufs Klavier kommen Rosen, genau. Noch ein paar hübsche Blümchen. Zack, dahin. Auch wenn ich selber so eine Bühne noch nicht gesehen habe, aber es geht ja darum, die Einhörner wieder zurückzulocken und die stehen bestimmt da drauf. So. Na, nicht aufs Klavier, die Hecke. So, dann kommt das noch hier hin. So, dann brauchen wir noch drei Sachen. Dann würde ich sagen, bauen wir uns noch ein paar. So, das könnte man noch da hinten hinstellen. Geh mal weg da. Kleiner Waschbär oder was du bist. So. Und dann basteln wir uns noch zwei. So, Kleeblätter hier oben drauf. Zack. Zack. Sehr gut. Wo ist er denn hier, unser Gitarrist? Da ist er wieder. Man hat ihn die ganze Zeit auch im Hintergrund gehört. Oh ja, perfekt. Jetzt kann es in diesem stillen Wald endlich so richtig... Jetzt kann es in diesem stillen Wald endlich so richtig rocken. Nur noch eine Sache. Ja, ich kann mir denken, was es ist. Ohne Strom läuft hier nichts. Eine Sache fehlt noch. Eine legendäre Gitarre, Marshwin. Ja. Sollst du kriegen, aber die bekommt unser Gitarrist erst in der nächsten Folge. Bis dann. Und dann schauen wir uns bestimmt auch ein super cooles Konzert an. Ciao.